Es geht heute um das grundsätzliche Grundsätze der Vorgehensweise bei Textaufgaben beziehungsweise beim, ich sag mal dazu, physikalischen Rechnen. Das ist das Thema. Wir hatten uns vorhin mit Dreiecken beschäftigt, wir hatten uns mit allerlei Figuren beschäftigt und ich nehme mal als Beispiel nochmal einen Text, den ich und diese Vorgehensweise, die ist bindend für uns. Bindend insofern, weil ihr es dadurch leichter habt. Einen Text, den ich in mathematische Kurzform übersetze. In mathematische Kurzform, wir können zum Beispiel rechnen, können wir ganz leicht, 1 plus 7 ist gleich 8. Das sind Symbole. Diese Symbole, die nutzen wir dazu, um uns die Aufgaben einfacher zu machen. Ich könnte auch sagen, ein Apfel plus 7 Äpfel sind wie viele Äpfel? Das geht noch, aber bei größeren mathematischen Zusammenhängen oder physikalischen, chemischen Zusammenhängen, wie auch immer, hätte ich da ein Problem, wenn ich nur mit Wörtern rechnen wollte. Das geht nicht. Deswegen machen wir das grundsätzlich so, dass wir uns notieren, das kennt ihr schon, gegeben. Das macht man GEG, Punkt, Doppelpunkt. Und aus dem laufenden Text machen wir uns entweder eine Skizze oder wir schreiben uns bestimmte Dinge einfach kurz auf. Gegeben ist folgender Umstand, und ich mache gleich die Skizze dazu, dann wird das klarer. Gegeben ist folgender Umstand, es soll die Fläche eines Grundstücks berechnet werden, welches an einer Straße liegt, an einer geraden Straße. Was mache ich? Ich skizziere mal ganz kurz, so gerade wie möglich, eine gerade Straße. Die Grundstücksgrenzen dieses Grundstücks stehen rechtwinklig auf der Straßenfront und sind genau 9 Meter auseinander. Das heißt, ich mache mir hier dann meine 9 Meter ran. Schon weiß ich, diese Seite ist 9 Meter. Die Grundstücksgrenzen sind unterschiedlich lang, und zwar beträgt die eine Seite 8 Meter und die andere Seite 10 Meter. Jetzt wäre es natürlich verrückt, hier 10 Meter ranzuschreiben, ne? Das wäre nicht gut, denn dadurch sieht die Fläche des Grundstücks verkehrt aus. Ich komme dann intern mit mir selber nicht klar. Ich schaffe mir deswegen ein Bild, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Nur ein Beispiel, ich kann eine halbe Stunde jemanden beschreiben und kann dann sagen, such den mal aus 1000 Leuten heraus, das wird schwer sein oder fast unmöglich sein, wenn dieser Mensch, den ich beschreibe, nicht ganz ausgeprägte Eigenschaften hat, also eine ganz krumme Nase oder ein langes und ein kurzes Bein oder sonst was, dann ist das fast unmöglich. Wenn ich aber kurz ein Foto zeige für 10 Sekunden, dann kann jeder sofort den Menschen identifizieren. Also, ich sagte 8 Meter und 10 Meter, logischerweise schreibe ich dann hier 8 Meter und auf der anderen Seite 10 Meter heran. Die hintere Grundstücksgrenze der Straße gegenüber, ne, der Straße gegenüber, ist gerade. Gut. Es soll die Fläche dieses Grundstücks berechnet werden. Also A ist gleich. Das schreibt man sich einfach rein und demzufolge wissen wir auch, was gesucht ist, nämlich die Fläche. Zur Lösung schadet es nicht, noch einmal diese Skizze etwas zu, wenn man es nicht gar sieht, nochmal diese Skizze etwas zu modifizieren, das heißt ein bisschen anders zu machen. Diese Fläche hier, die gilt es zu ermitteln und wer das nicht erkennt, der macht sich dieses Grundstück vielleicht mal, malt sich das mal in kleiner, vielleicht noch mal so auf. Hier hätte ich dieses Grundstück um 90 Grad gedreht, ne? Um 90 Grad gedreht. Und jetzt sehe ich, ach, die stehen rechtwinklig drauf. Hier habe ich meine 9 Meter, hier habe ich meine 8 Meter, hier habe ich meine 10 Meter. Und ich bin jetzt in einer beneidenswerten Lage zu sagen, naja, Mensch, das ist doch ein Trapez. Aha, ein Trapez. Und dann ist es im Allgemeinen so, dass man, wenn man die Formel nicht auswendig weiß, in einem Tafelwerk nachschaut oder in einer Formelsammlung und sagt, die Lösung ist doch ganz einfach. Die Lösung für die Flächenformel ist, und die schreibt man dann entweder einfach ab, a ist Grundseite plus Deckseite durch 2. Ich nehme das hier jetzt mal als Beispiel, ohne lange darauf einzugehen.
Und ich muss hier nicht mit Regiestrichen oder ähnlichen Tricks arbeiten, sondern da ja A schon alleine steht, die gesuchte Größe hier, die steht schon alleine, kann ich sofort einsetzen und kann sagen, naja, A ist dann Grundseite, die liegt am Grunde unten, also 10 Meter, immer schön mit Einheiten schreiben, plus 8 Meter. Das alles teile ich durch 2, das ist dann der Durchschnitt aus diesen beiden Seiten und nehme das mal H und die Höhe, die steht senkrecht auf der Grundseite, also mal 9 Meter. Vorsichtig, nicht kürzen. Hier kann man nicht kürzen, Summen kürzen nur die Dummen. Erst rechnen und dann geht's weiter. Dann machen wir hier an der Stelle weiter. Ich schreibe wieder, A ist gleich 10 plus 8 ist 18 Meter und das durch 2. Jetzt kann ich dann loslegen und mich hier austoben mit der Kürzerei. Durch 2 geht das wunderbar, das ist 9 und das ist 1. Die 1 kann ich jetzt vergessen, durch 1 etwas teilen ist egal. Und jetzt kann ich sagen, 9 mal 9 Meter mal 9 Meter, rechne ich erst die Zahlen zusammen, ist 81 und Meter mal Meter ist Quadratmeter. Fertig. So schnell kann man die Aufgabe lösen, wenn man sich eine Skizze gemacht hat und wenn man immer schön der Tippeltappeltour nachgeht. Also Tippeltappeltour meine ich jetzt gegeben, gesucht, Lösung. Gegeben, gesucht, Lösung ist der grundsätzliche Schritt, aber alles in Verbindung mit einer Skizze, wenn es nur irgendwie möglich ist. Nehmen wir ein physikalisches Problem. Wenn wir die eine Aufgabe meinetwegen A nennen, das eine Beispiel A, dann sage ich jetzt zum zweiten natürlich B. Gegeben. Und jetzt kommt wieder der Text. Eine Lampe. Dann kann ich ja, wenn ich diesen Text höre, kann ich eine Lampe hinmalen. Eine Lampe wird betrieben bei einer Spannung U von, sagen wir, 12 Volt an einem Auto. Da ist das so, 12 Volt oder 24 Volt bei LKWs. Und die Lampe hat eine Leistung P von 48 Watt. Das ist gegeben. Gesucht ist I, der Strom. Welcher Strom fließt? Jetzt geht es wieder leicht. Ich sage Lösung. Entweder ich schreibe es. Würde es gerne jetzt darunter schreiben, aber es ist hier auf dem Bildschirm ein bisschen ungünstig wegen des Platzes. Ich sage gut, Lösung, gucke in meiner Formelsammlung nach und finde folgende Formel: P ist gleich U mal I. Das ist wieder einfach, ich mache jetzt doch hier drüben weiter, das geht leichter. Statt P setze ich jetzt ein, was ich da gefunden habe, und das sind 48 W. Wenn ich nicht weiß, was W heißt, es heißt Watt. Und U ist gleich 12 Volt, das kann ich auch ersetzen. Das Mal, das schreibe ich ab, das ist dieses Mal hier. Und jetzt schreibe ich mal, oh schade, I. Ich komme nicht weiter, ich muss also das I erstmal so schreiben, wie es ist. Da ja I gesucht ist, muss I alleine stehen, es stört mal 12 Volt. Also teile ich durch 12 Volt. Und dann sieht die nächste Zeile so aus: 48W durch 12V ist gleich I. Tja. Schön, mit den Zahlen komme ich zurecht, aber ich muss mich mit den Einheiten herumschlagen und gucke wieder in meinem Tafelwerk nach und da finde ich Folgendes, und zwar in eckigen Klammern sind meistens Einheiten eingemalt und da finde ich ein Watt, ein W ist gleich ein V mal A, ein Volt mal ein Ampere. Ich muss nicht mal Ahnung haben von der Materie und kann sagen, na Mensch, so wie ich hier die Variablen, also P oder U, ersetzt habe durch entsprechende Größen, also 48W oder 12V, kann ich jetzt sagen, na wunderbar, das kann ich doch viel besser schreiben. Dann schreibe ich 48 und jetzt nicht W, sondern statt W schreibe ich VA. V mal A, kann ich so hinschreiben. Geteilt durch 12V, also 12 Volt ist gleich I. Was daraus wird, ist klar, jetzt kann ich sagen, ich kann die Einheiten kürzen. Volt durch Volt ist 1, Volt durch Volt ist 1. Ich muss nicht mal Ahnung haben, nochmal. 12 und 48 kann ich beide durch 12 teilen. Das wäre dann hier übrig. Was ist jetzt in der ganzen Formel noch übrig? Es ist die 4 übrig, es ist das A übrig. Und durch die Einsen, mit den Einsen muss ich mich nicht beschäftigen. Da muss ich auch nicht teilen. Also bin ich schon fertig. Ich kann also das fertige Ergebnis dann wieder hinschreiben. Wie gesagt, normalerweise schreibt man es schön untereinander, das geht besser. Ist auch übersichtlicher, ich muss es jetzt aber hier so machen. Was ist übrig? Auf der linken Seite der Gleichung, ne, linke Seite der Gleichung, ist 4a übrig und auf der rechten Seite steht mein i. Ich bin fertig, ich habe nämlich als Antwort 4 Ampere ist der Strom, welcher fließt. Das erstmal kurz bis dahin, ich mache mal kurze Pause. Hier war folgende Frage, jetzt ging das mit diesem a hier und mit den anderen a's etwas durcheinander. Was heißt das?
Diese Fläche in der Geometrie sagt man A, und da kann man sich merken, das englische Wort Area. Oder manche kennen auch das Wort Areal, das heißt Fläche. Und daher kommt das große A. Habe ich das ausreichend beantwortet? Soll ich nochmal Pause machen oder nochmal kurz Pause? Geht? Okay. Gut, wir machen weiter. Es geht jetzt in den nächsten Minuten geht es darum, wie berechnet man denn Flächen, wie geht man mit solchen Aufgaben um? Und ich werde immer diese Vorgehensweise, werde ich immer wieder anwenden. Das heißt also, wenn ihr dann üben wollt mit dem Ding, dann gehe ich dann zum Schluss nochmal darauf ein, dann kann man das wunderbar machen, man kann alle Rechnungen nachvollziehen. Wir nehmen ein anderes Beispiel, das Beispiel C. Und zwar geht es um Folgendes. Es ist die Fläche eines Rechtecks zu berechnen. Aha. Ich schreibe gleich gesucht, denn das war der erste Satz A. Und der kleine Index hier, der bezeichnet mir, worum es eigentlich geht. Es ist also ein Rechteck gegeben mit der Grundseite, manche sagen A dazu, ich sage lieber G, Grundseite von, ich nehme mal einfache Zahlen, damit es ganz schnell geht für mich, 4,5 Metern und einer Höhe von 3 Metern. Auch jetzt lohnt es sich, eine Skizze zu malen. Wir wissen alle, das Rechteck hat folgende Bedingungen, und zwar die Grundseite und die Deckseite sind gleich. Das ist die Grundseite, die liegt am Grunde, die oben drauf deckelt das Ding praktisch ab. Und die Höhe, da es ein Rechteck ist, haben wir hier rechte Winkel. Die Höhe steht grundsätzlich senkrecht. Ich könnte die Höhe, ich mache das mal mit einer anderen Farbe, ich könnte die Höhe auch hier einmalen, aber das ist vollkommen egal. Ich könnte sie auch hier drüben ranlegen. Da die sowieso eine Höhe grundsätzlich rechtwinklig auf der Grundseite steht, kann ich sagen, kein Problem. Ich kann die Höhe auch da lassen, wo sie ist. Und bin schon fast fertig. Jetzt schreibe ich noch meine Größen ran. Das sind also 4,5 Meter und die Höhe, das waren 3 Meter. Man kann durchaus schreiben, 3 Meter ist gleich H oder H ist gleich 3 Meter. Aber warum soll ich hier reinmalen, ne? Das wäre jetzt ein bisschen schade. Gesucht ist die Fläche und wie kann ich hier durchaus reinmalen? A, R, E. Ich schnapp mir wieder meine Formelsammlung, beziehungsweise mittlerweile weiß man es dann irgendwann auswendig. A eines Rechteckes ist einfach zu berechnen als Grundseite mal Höhe. Ich muss also nur, um das nochmal klar darzustellen, wenn jemand zum Beispiel in einem Bierkasten die Flaschen zählen will und hat hier 1, 2, 3, 4 und unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich kann jetzt die ganzen Kringel ausmalen und so weiter und so fort, mache ich jetzt nicht. Dann sagt er nicht, ich zähle mal alle Flaschen, sondern er sagt gleich, aha, das sind 7 Flaschen und das waren 1, 2, 3, 4 Flaschen. Ergibt also insgesamt 4 mal 7, aber jetzt nicht Quadratflaschen. Das sind in diesem Fall 28 Flaschen. Ohne dass er groß nachdenken muss. Und genauso könnte man das machen mit, diese Flächenberechnung machen mit Quadratmeter großen Platten. Also wenn ich zum Beispiel so eine Terrasse mir auslegen möchte und lege die voller Platten und jede Platte ist 1 Meter mal 1 Meter, also ein Quadratmeter. Übrigens, falls ihr das mal seht, ein QM, dann ist das noch aus alter Zeit, wo man mit dem Computer noch nicht hoch 2 schreiben konnte. Da hat man es gerne auch mit QM bezeichnet. Falls ihr das mal seht, das ist aber nicht mehr gebräuchlich, ne? So. Und wenn ich jetzt sage, wie viele Platten passen dann jetzt hier rauf, wenn Grundseite und Deckseite sind gleich, wir haben Rechtwinkligkeit, hier habe ich, ja, nehmen wir mal an, hier habe ich 7 Meter und hier habe ich 4 Meter, dann kann ich sagen, hier passen also 4 solcher Platten drauf, das sind 4 und hier passen dann 7 drauf, also kann ich sagen, jeder Quadratmeter, 7 Stück mal 4 Stück, das sind dann insgesamt 28 Quadratmeter. Hier mache ich es aber so, jetzt kommen wir wieder das war also beispielhaft nochmal dargestellt, woher diese Flächen kommen.